liebe Leute und willkommen zur neuesten Ausgabe von InWeek. Diese Woche bekommt ihr mal wieder von mir die neuesten News der Gaming-Branche und dürft euch die neuesten Trailer der heißesten Spiele angucken. Also frisch ans Werk und Ohren aufgesperrt. GTA 5. Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert wie die Veröffentlichung von Rockstars lang erwarteten Open-World-Hit GTA 5. Vor einigen Wochen verkündeten die Entwickler, dass das Release im Frühjahr 2013 erfolgen soll. Doch damit geben sich die Fans und Experten natürlich nicht zufrieden. Die neueste Prognose kommt von den Amazon Frankreich. Demnach wird GTA 5 am 19. Juni 2013 auf den Markt kommen. Doch wir sind uns sicher, dass dies nicht der letzte Termin sein wird, den wir von der Gaming-Industrie vorgesetzt bekommen. Übrigens, vor einigen Tagen wollten wir von euch wissen, welche Plattform ihr beim Release von GTA 5 bevorzugen würdet. Das Ergebnis hat uns ziemlich überrascht. Zwar steht die PlayStation 3 in eurer Gunst unangefochten auf Platz Nummer 1, doch auch Nintendos neue Konsole hat inzwischen zahlreiche Fans. Noch vor der Xbox 360 wünschen sich immerhin 27% von euch eine GTA 5 auf der Wii U. Und was ist mit der PC-Version, die engagierte Fans immer noch mit einer Petition retten wollen? Die landet abgeschlagen auf dem allerletzten Platz und scheint nicht wirklich gefragt zu sein. Hitman Absolution. Glatzköpfe und Hobbykiller aufgepasst. Square Enix hat einen neuen Trailer zu Hitman Absolution veröffentlicht. Darin hängt Agent 47 seinen Anzug und die rote Krawatte an den Haken und schlüpft in neue Gewänder. Dem einen oder anderen dürfte die neue Kampfmontur jedoch bekannt vorkommen, denn immerhin ist sie an das hochgelobte Game Deus Ex Human Revolution angelehnt. Passend dazu bietet euch der neue Deus Ex DLC, denn darum geht es in dem neuen Hitman-Trailer. Auch die Deus Ex Zenith-Pistole. Ziemlich cool. Den neuen DLC zu Hitman Absolution könnt ihr euch ab sofort für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 herunterladen. Diablo 3. PvP und Diablo 3? Tja, diese beiden Themen wollen bislang irgendwie nicht so recht zusammenfinden. Eigentlich hatte Blizzard die Spielerkämpfe bereits für das Release von Diablo 3 im letzten Frühjahr angekündigt. Doch seitdem warten wir leider vergeblich. Nun rudert auch noch der Game Director Jay Wilson zurück, der uns vor kurzem eine baldige Veröffentlichung des PvP-Modus versprochen hat. Folgendes Statement von Wilson über Twitter. Ich war etwas vorschnell, als ich von sehr bald sprach. Es gibt ein paar Schwierigkeiten, welche eine Verzögerung erzwingen. Außerdem hatte er weitere schlechte Neuigkeiten für die Diablo 3 Fans im Gepäck. Wann auch immer der PvP-Modus endlich kommen mag, er wird ohne spezielle Ausrüstungsgegenstände für Spielerkämpfe auskommen müssen. Stattdessen werden den Spielern lediglich ihre in der Kampagne gesammelten Ausrüstung zur Verfügung stehen. Tja, schade, denn ein frischer Wind in Sachen Spielmodi und Gegenstände würde Diablo 3 sicherlich gut tun. Black Ops 2. Activision hat momentan jede Menge Grund zum Feiern, denn besonders Black Ops 2 sorgt bei dem Studio momentan für klingende Kassen. Nun wurden die neuen Verkaufszahlen für den neuen Shooter veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Treyarch entstanden ist. Und die können sich mehr als sehen lassen. Nach den Angaben von Activision hat Black Ops 2 allein in den letzten 24 Stunden für einen Gewinn von 500 Millionen US-Dollar gesorgt. Doch die Erfolgsgeschichte geht weiter. Innerhalb von 15 Tagen knackte der neue Ableger der Call of Duty-Reihe die magische Marke von 1 Milliarde Dollar und stellte damit einen neuen Rekord auf. Den wie zuvor Modern Warfare 3. Tja, Bescheidenheit scheint jedoch nicht unbedingt die Stärke der Black Ops 2 Entwickler zu sein. Nach der Bekanntgabe der neuen Zahlen bezeichnete der Activision CEO Bobby Kotick die Veröffentlichung von Call of Duty als eines der wichtigsten Entertainment-Events der vergangenen 6 Jahre. Und die Verkäufe geben ihm recht. Inzwischen hat die Shooter-Serie sogar die Umsätze von Harry Potter und Star Wars-Franchises überflügelt. Hoffen wir, dass Hochmut nicht vor dem Fall kommt und wir uns auch im kommenden Jahr auf einen neuen Teil von Call of Duty freuen dürfen. Assassin's Creed 3 hat einen neuen DLC erhalten. In der neuen Erweiterung, das verborgene Geheimnis, bekommen die Fans gleich 3 neue Missionen geboten, die den Protagonisten von antiken Maya-Ruinen bis hin zu epischen Seeschlachten führen werden. Zusätzlich gibt es außerdem 2 neue Kostüme und die beiden Mehrspielercharaktere Rotrock und Scharfschütze. Statt ab 18 heißt es bei Nintendo künftig ab 23.
Wie der japanische Konzern nun angekündigt hat, werden Wii U-Titel ohne Altersfreigabe erst nach 23 Uhr zum Download bereitstehen. Der Grund? Spezielle Konten für volljährige Wii U-Spieler sind im Nintendo eShop noch nicht vorhanden. Wer also Zombie U oder Black Ops 2 herunterladen möchte, hat vorerst eine lange Nacht vor sich. Die Gum-Gum-Action kann weitergehen. Namco Bandai und Tecmo Koei haben kürzlich angekündigt, dass One Piece Pirate Warriors eine Fortsetzung für PlayStation 3 und PlayStation Vita erhalten wird. Wann der neue Titel zur erfolgreichen Manga-Serie erscheinen soll, ist noch nicht klar. Aber ein erster Trailer und Gameplay-Material dürften uns auf den japanischen Jump Festa erwarten. Am 17. Dezember ist es endlich soweit. Das lang erwartete Update für Resident Evil 6 steht zum Download bereit. Schöner Reim. Wie Capcom nun mitgeteilt hat, wird der Patch zahlreiche neue Features bieten und neue Outfits und Items einführen. Außerdem wird Ada Wongs Kampagne nun von Anfang an spielbar sein. Ein nettes Weihnachtsgeschenk an alle Resident Evil 6 Fans. Gute Nachrichten für alle Skyrim-Fans mit einer PlayStation 3. Obwohl sich Bethesda zurzeit voll auf die Umsetzung des DLCs Dragonborn konzentriert, sollen auch Hearthfire und Dawnguard noch ihr Release auf der Sony-Konsole feiern. Eine erste vorsichtige Einschätzung der Entwickler zum Termin? Anfang 2013. Haben wir da nicht noch etwas vergessen? Richtig, heute in den frühen Morgenstunden fanden die diesjährigen Video Game Awards statt. Auch auf der inzwischen 10. Ausgabe der Preisverleihung gab es wieder jede Menge neue Trailer zu sehen, wie etwa zum kommenden Third-Person-Abenteuer The Last of Us oder dem Reboot der erfolgreichen Tomb Raider-Serie. Alle neuen Eindrücke von der VGA 2012 findet ihr in unserem Special auf ingame.de. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Get that nasty shit out of my face! So, das war's diese Woche mal wieder. Wir sehen uns nächste Woche Samstag auf ingame.de. Bis dahin, ciao!